So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Karrieremodus. Ja, wir hatten ja richtig schön das letzte Spiel mit 5:1 gewonnen. Ey. Und ja, jetzt haben wir, gucken wir kurz die News an. So, der Trainer will als Griff haben, hart, wir brauchen dich nicht, doch, aber gerne Geld für ihn. Manchester United hat 5:0 gegen SC Bastion aus der Ligue 1, also der ersten französischen Liga, gewonnen. Und PSG, erstes Testspiel, erster Sieg. Dieses Testspiel zwischen Manchester City und Granada CF hat sich wie erwartet entwickelt. Manchester City konnte einen 5:1-Sieg einfahren. GCT war geradezu begeistert, nachdem Mangala den Erwartungen nach dem Wechsel in der Manchester City-Mannschaft mehr als gerecht werden konnte. Die Granada CF-Anhänger waren offensichtlich angetan davon, dass Trainer von Granada CF, dem Mittelfeldspieler, defensiv Javi Marquez, bei diesem Freundschaftsspiel zum Einsatz kommen ist. Ja, GCG hat als neuer Trainer von Manchester City einen beneidenswert guten Start hingelegt und gleich in der ersten Partie einem Freundschaftsspiel gegen Granada CF einen Sieg verbucht. Die Fans sind verständlicherweise beflügelt von dieser Leistung und der Optimismus kennt keine Grenzen. Man ist sich sicher, dass man mit GCG noch viele Siege feiern wird. GCG sagt nach dem Spiel: "Ein schönes Ergebnis und ich war wirklich sehr zufrieden mit der Mannschaft, aber bis zu Beginn der neuen Saison liegt noch dennoch viel Arbeit vor uns." Ja, Sergio Ramos fällt drei Wochen aus, ist Müller Kandidat für die Tabellenmitte. Ja, und sonst eigentlich nichts Interessantes. Oh, die wollen Dzeko bald verpflichten. Dann sollen die sich mal bei uns melden. Würde ich verkaufen. Oh, wer spielt? Würde ich vielleicht nicht verkaufen. Ja, wir sind ja eigentlich in der Theorie immer noch in der Verhandlung mit Neuer. Wir würden es ja nehmen, aber 96 Millionen, aber uns wird dann eben das Dings, ne? Die wollen ja, dass wir jetzt mit Neuer verhandeln und wir müssen... Wartet, wie viel brauchen wir? Wie viel verdient Neuer? Transferverhandlungen, so. Zu Vertragsangebot. Neuer verdient 300.000 in der Woche. Also gucken wir mal, wie kriegen wir. Also wir haben jetzt 96, 82.000. Oh, wir brauchen einige Millionen. So, genau, kann ich jetzt nicht. 16 Millionen. Komm, 16 Millionen. Und wie kriegen wir 16 Millionen? Das ist die Frage. Wie kriegen wir 16 Millionen Euro? Komm, wir verkaufen Ronaldo. Negredo, der spielt doch gar nicht. Ah, der ist natürlich verliehen. Warum verkauft ihr den nicht? Richard, spielt er? Ich weiß nicht, ob die spielen. Natürlich haben wir die alle verliehen. Sabaleta spielt, Company spielt. Naja, Company will ich nicht weggeben, nur für... Jaja Touré ist ganz gut. Fernandinho... Der ist glücklich. Herr Silva... Transferliste. Silver mag ich sowieso nicht. Habe ich ja schon gesagt. Sonst wäre der kein Riesenverlust. Fernando, 79, 27 Jahre alt. 7 Millionen. Können wir aber nicht. Jovetic. 13 Millionen. Ist eigentlich auch ganz gut. Aber wir setzen die mal auf Transferliste. Sanja. Weil vielleicht kriegen wir da was Nettes raus. Klischee brauchen wir. Navas brauchen wir erstmal. Caballero. 32,79 gesamt. Kürzlich von wo? 60.000 haben wir einen. War, das wollte mich verarschen. Der ist ja nichts wert. Aber viele Jugendspieler haben wir hier. Hart auf Transferliste. So. Einige Spieler auf der Transferliste. Dann warte mal. Dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, ich mache wieder unten in die Beschreibung so ein Dings rein. Warum mussten wir Negredo für Dings haben? Company spielt, Sabaleta spielt, Mangala spielt, Kovlarov spielt, kann sein, Touré, Fernandinho, Dzeko. Komm, wir setzen mal Dzeko auf die. Wir haben ja noch Dzeko, kommt. Wenn sich Dings bei uns meldet, dann bin ich zufrieden. Nastasic spielt, glaube ich, nicht, aber 3,8 bringt es nicht. Wir haben ja dann immer noch hier die Samir Nasri spielt auch gerade gar nicht. Der würde dann zwar Silva setzen, aber Silva oder Nasri und wären gut. Wir haben ja hier immer noch Jovetic, falls Dzeko geht. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Angebote kriegen. Kommt schon. Gibt uns Angebote. Ach, keine Angebote. Crystal Palace sollte keine Probleme haben. Chelsea 2, Hazard ist der Schlüsselspieler bei denen. Silver hat nicht mehr gebraucht. Burnley, ja. Gut, und jetzt ab gegen Hertha BSC. Gegen die Hertha aus Berlin, gegen die alte Dame. Ja, ich denke, wir werden die ziemlich zusammenficken.
Spielen Donnerstag, 31. Juli 2014, Klass gegen HTBC. Ja, ich bin mal gespannt, wie lang die Folge wird. Im Notfall spielen wir sozusagen noch bis zum nächsten Spiel. So, ja, wir sind natürlich auswärts, das heißt Auswärtstrikot, drittes Trikot, Klatschtrikot, zwei Auswärtstrikots, das ist, zwei Klatschtrikots, das ist so abnormal. Das dürfte gehen, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir das sogar besser. Nee, das dürfte gehen. So, Heim, Auswärts. Ich mache die alten Auswärtstrikots mehr. Drittes Trikot, die waren so rot-schwarz. Drittes Trikot, klassisches Trikot. So, ich spiele natürlich mit den Heimtrikots. Wohl 5 Minuten, heiter Olympiastadion, 31. Juli 2014, Anschluss 19.45 Uhr und Schiedsrichter ist Manuel Rui Barbosa. So, gut, und dann spielen wir jetzt natürlich, es gibt eine kleine Skill-Challenger. Die müssen wir mit Ronaldo machen. Was soll ich tun? Achso, ich habe es gar nicht gelesen. Das sollte man vielleicht davor lesen, was man tun soll. Ich habe es einfach nur irgendwie gedacht, gemacht, was ich denke, was wir tun sollten. Aber es war richtig. Ach, warum lupfig? Haben wir eh geschafft. Also. Seien Sie herzlich willkommen im Olympiastadion. Frank Buschmann und Manni Beugmann sagen guten Tag. Ja, okay, das gucken wir jetzt nicht alles an. So, sieht man gut. Und ja, Hertha spielt mit Gersbeck, eine Jeng, ja, mit ihrer B11 spielt man, glaube ich, nicht gegen Manchester City. Ich halte das für eine schlechte Idee. Gersbeck ist nicht so gut, das heißt, den können wir vielleicht auch von der Distanz verladen, zum Beispiel mit Leuten wie Ronaldo. So, der dürfte eigentlich kein riesiges Problem haben. Hier Hosogai. So, und da schön... Oh, na was. Ach, nur rechts, setz mich auf der rechten ein. So, da hat Gersbeck den nicht halten können. Der geht ganz, ganz knapp an der Dings vorbei. Am Pfosten. Fast schon das 1:0. Ich suche gerade irgendwie einen Weg, mein Dings halbwegs gut hinzustellen. Meinen Timer, damit ich immer weiß, wie lange wir schon aufnehmen. Jetzt schnell doch die Hände da wegkriegen. So, Dzeko. So, na war es natürlich hier ohne Probleme. Stolzieren wir hier eigentlich durch, das Spiel. Bisher zumindest sind erst 5 Minuten vergangen. Jetzt Ronaldo. Hab's einfach mal probiert. Meine Schaden kann's ja nicht. Und Ronaldo kann's ja eigentlich, aber der Schuss war leider ein bisschen zu tief. So, ich spiele mit Behrens, Kalou. Dann jetzt Dzeko. Den kennt die Hertha natürlich. Der hat ja früher bei Wolfsburg gespielt. Wolfsburg war das, glaube ich. Oh, Dzeko ist verletzt. Aber nur eine leichte Verletzung, das heißt, er kann weiterspielen. Ich finde schade, dass man nicht mehr sieht, was sie jetzt für eine Verletzung haben. Also kein großes Problem. So. Wunderschön gemacht hier. Touré, Ronaldo, Touré. So, da. Dzeko immer noch nicht genau richtig am Rennen, aber das wird, glaube ich, gleich wieder. So, oh, da. Ja, richtig. Elfmeter. Ich wollte schon sagen, da habe ich einen Elfmeter gesehen. Das war eindeutig gepfeift. Foul und da haben wir den Elfmeter und ich denke mal eine gelbe Karte, wenn überhaupt. So, er hat uns Bastian natürlich gefoult und absolut richtig gepfiffen. Da, der zieht da. Ja. Bisschen komisch gefallen, aber dennoch. Das ist natürlich ein Elfmeter und jetzt Yaya Touré. Ich denke, wir wechseln vielleicht noch auf Ronaldo. Wir werden nicht antäuschen, weil das wäre fies. So, Touré. Wer schießt die besten Elfmeter bei uns? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Okay, das ist nicht viel Abstand. Was macht der? Der sollte das nicht machen. Das ist ein Bug. Jetzt macht das. Gut, das verschwendet schön Zeit. Ist gut. So, wir machen jetzt schön oben links in die Ecke. Oben rechts meine ich. So, und 1:0. So, und 1:0 für Manchester City gegen die Hertha aus Berlin. Und somit, ja, blöder Foul-Elfmeter natürlich. War auch kein super geschossener Elfmeter, aber Gersbeck kommt da zu spät. Da. Wobei, da ist er eigentlich schon schwer zu kriegen, weil wenn man nach rechts springt, springt man manchmal vorbei. Und wenn man in der Mitte bleibt, kriegt man ihn nämlich. Also war eigentlich doch gar nicht so schlecht, aber hätte ein bisschen höher gehen können. Da feiern natürlich im Gästeblock die Manchester City Fans. Ja, und da haben die Hertha leider nichts zu feiern. Tja, aber das liegt ja natürlich daran, dass sie in die B11 aufgetreten sind. Wenn sie mit Kraft und allen, hätten sie natürlich hier alle weggefickt. So, Touré. Da, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oh, 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 oh. Tor. Gilt als Eigentor, geil. 2:0. Ach, für ihn gilt es. Bastian schon wieder.
Der arme Alter. Der wird so eine schlechte Bewertung kriegen. Oh, damit haben wir das 2:0. Ich hätte das Tor locker Ronaldo angerechnet. Aber das macht FIFA eben nicht, dann FIFA ist unfair. So. So, jetzt hier vielleicht mal der erste Angriff der Hertaner auf das Tor von Manchester City. Gut gemacht da und jetzt gefährlich. Oh, fast dann auch noch ein Eigentor gemacht. Das war keine gute Abwehrarbeit. Alexander Baumjahan hier mit seinem ersten Schuss. Ja, hart kommt da auch nicht ran. Und hier, das ist das Gefährliche, was Kompany da macht. Guckt, er nimmt ihn an und da ist immer die Gefahr, dass sie ihn dann ins Tor schießen dabei. Beziehungsweise so in Tor reinhängen und dann rennen sie rein. So, Behrens jetzt. An dem Eckball. Fernandinho geht vom kurzen Pfosten weg, aber geht wieder zurück. Und jetzt vielleicht Hart. Super gemacht von Hart. Jetzt langer Ball. Ronaldo. Jetzt können sie das Spiel weit machen und schnell. Vielleicht einen Konter rausholen. Jetzt Ronaldo runter zu Dzeko, der immer noch hier als verletzt angezeigt wird. Dzeko. Ja, das war nicht so gut gemacht, aber jetzt Ronaldo. Dzeko kommt raus. Dem geht's nicht gut und da wollen wir ihn auch nicht verletzt haben. Ne? Jovetic kommt dann rein. Das ist sein erster Einsatz dann für die Hertha. Wie heißt es genau? Manchester City. So. Boah, die Manchester City-Fans werden mich so hassen. Erstes Spiel Manchester United gesagt. Zweites Spiel. Namen vergessen. Ja, ich bin es eben gewohnt, hier für die Hertha zu spielen. Und somit müsst ihr mir verzeihen, wenn ich jetzt besonders hier in diesem Spiel mich verspreche. So, Dzeko. Ronaldo. Oh, da könnte man wieder pfeifen. Richtig so gut, der Schiri hat das super gesehen. So muss das sein. So, Dzeko geht runter. Jovetic rauf. Jetzt Touré. Klischi. Ronaldo. Ronaldo! Gersbeck super gehalten. Auch wenn ich fest war. Und Bastians klärt zum Langkamp. Klärt zum Einwurf. Jetzt hier unten Klischee in der Mitte frei, da kann man aber nicht hinwerfen. Dafür Navas. Und jetzt die Ecke kam, die Flanke kam nicht in die Mitte davor. Super von Behrens abgewehrt. Jetzt Touré gegen Kalou. Die kennen sich natürlich schon. Kalou früher bei Chelsea gespielt. Mittlerweile bei der Hertha von LOSC Lille gekommen. Und jetzt aber eine Chance nochmal für die Herthaner. Doch nichts. Schön gemacht von Kompany. Jetzt wieder eine Konterchance. Touré, Ronaldo und Jovetic im Angriff. Jetzt wartet Touré natürlich nur auf die Chance rüber zu spielen. Das war schlecht gemacht. Silva ist aber da. Silva macht das sehr gut. Ja, das war aber sehr scheiße gemacht. Das muss ich zugeben. So, an Schulz. Warum sagt er eigentlich mal Scholz? Er sagt immer Nico Scholz, obwohl er Nico Schulz heißt. Ich verstehe es nicht. So, da kommt die Grätsche zu spät. Jetzt haben wir gerade kleine Ruckler. Ich weiß auch nicht warum. Oh, Stuttering ist schlimm. So, Jovetic wartet darauf, dass Ronaldo gut im eine gute Anspielstation ist. Ist er, aber ist der Ball kam leider gegen die Haken. Ups. Da lass mal einen Vorteil. Oh, das gibt wieder einen Freistoß, aber für Hertha. Okay. Da war der Vorteil wahrscheinlich nicht zu Ende. So. Ja doch, die Folge wird lang genug. Übrigens, FIFA 14 kommt dienstags, mittwochs und sonntags jeweils um 18 Uhr. Damit ihr wisst jetzt immer, wann ihr sozusagen nachgucken könnt. Falls ihr nicht regelmäßig auf meinen Kanal geht. Wow. Das ist gerade ein bisschen hart, die Lags. Warum auch immer. Warte, gehen wir kurz ins Menü. Ich meine, jetzt wiederholt er so die Dings. Und jetzt scheinen sie weg zu sein. Ja, perfekt. Touré und Ronaldo. Jetzt rennt er. Langkamp kann er natürlich nicht hinterherkommen. Jetzt schön gemacht. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo zieht einfach drauf und knapp daneben. Aber schön gemacht, so muss das sein. Oh. Jetzt 44. Minute. Immer noch 2:0 für die Manchester-Leute. Ronaldo mit 5 Schüssen und Baumjohann den einzigen Schuss für die Hertha natürlich. Aber der kam natürlich gleich gefährlich gegen den Pfosten. Also da muss man immer schön aufpassen. Oh Gott, scheiße. So, Baumjohann jetzt. Geht über die Außen, aber kriegt sofort den Ball. Jetzt eine Konterchance. Jovetic. Super Pass von Jesus Navas. Sieht in der Mitte Ronaldo. Und Ronaldo kommt leider etwas zu spät. Sonst, oh, oh. Verwirrung bei der Hertha. Sie streiten sich gegenseitig um den Ball. Das sollte man nie tun. Das ist sehr gefährlich. Ging hier nochmal gut. So, und jetzt
schaffen sich die City, die Man City, wie heißen die Typen eigentlich? Blues? Weiß ich nicht. Ne, das waren, glaube ich, Chelsea. So auszuspielen. Und jetzt gute Parade von Joe Hart, dem Nationalkeeper von der englischen Nationalmannschaft. So, jetzt nochmal hier. Wir nehmen Company mit in die Mitte, denn der ist groß, der ist stark. Aber das ist ein Job für Hart, der den Ball nicht bekommt und somit ein Tor. Das war schlecht gemacht von Hart. Sehr schlecht gemacht von Hart. Wer hat das Tor erzielt? Langkamp, glaube ich. Ja, Langkamp. Ja, der ist natürlich groß, der ist ein großer Typ und der hat dann natürlich keine Probleme damit. Sebastian Langkamp mit seinem ersten Tor in diesem Spiel, aber das ist klar. So, Jovetic kommt gar nicht mehr dazu, irgendeine Situation zu starten. So, Bilbao gegen Hull City 1-0, Genua gegen Southampton 0-0 und Wolfsburg gegen West Brom 1-1. So, also auf jeden Fall etwas enttäuschend hier, die erste Hälfte, finde ich. Aber wir haben ja noch eine zweite Hälfte vor uns. Ich meine, wenn die erste Hälfte scheiße ist, beziehungsweise nicht ganz so wie erwartet, hat man immer noch eine zweite Hälfte, um sich zu steigern. Aber so steigert man sich nicht, indem man die Eckflanken gegen die Hertanerische, keine Ahnung, Abwehr spielt. So, jetzt super gesehen, Jovetic sieht in der Mitte, Ronaldo, wunderschönes Tor für Manchester City. Mal wieder Ronaldo. Der Einkauf hat sich jetzt schon gelohnt. Es waren die 55 Millionen plus Kun Aguero eindeutig wert. Wunderschön, Jovetic. Einfach umgedreht und bam. Perfekt. Keine Chance für Gersbeck, der da viel zu weit vor dem Tor steht. Und dann gar nicht mehr versucht ranzukommen, weil er weiß, das ist chancenlos. Perfekt in die Ecke. Sebastian ist schon wieder der negativ auffällt bei diesem Tor. Weil er einfach nicht hochspringt und Ronaldo gar nicht erst herausfordert zu einem Duell. Das ist schon... das ist nicht gut, was er da tut. Das könnte echt noch Probleme für Bastians geben. Ich meine, erstes Tor, Elfmeter durch ihn ausgelöst. Zweites Tor, also offiziell Eigentor durch ihn. Und er hätte den Ball eindeutig aufhalten können. Und drittes Tor hat er nicht angegriffen. Sozusagen hat er ihn einfach machen lassen. Also da bildet sich gerade einer, wird gerade einer zum Fanhass. Jetzt Ronaldo. Ronaldo abgefälscht, aber noch super gehalten von Gersbeck. Super Reaktion. Aber wo ist denn der Thomas Kraft? Das frage ich mich. Lassen sie ihn einfach nicht spielen oder haben sie ihn verkauft? So, Jovetic sucht nach einer Anspielstation. Kriegt aber keine, da wird er gefoult. Und das hat er super gepfiffen. Und Valentin Stocker kommt jetzt für Nico Schulz, der natürlich von FC Basel kam. Und bei der Gelegenheit wechseln wir auch nochmal. Und zwar kommt Fernandinho raus und dafür kommt Frank Lampard rein. Und sagen wir, ach genau, Nasri wollte noch. Kommt jetzt Nasri für David Silva. Und dann wechseln wir noch Sanja für Sabal. Ne, wir haben nur zwei Wechsel noch. Das sind die beiden Wechsel. Wer hat ja schon Dzeko rausgenommen? So, Frank Lampard und Sami Nasri für David Silva und Fernandinho. Die Hertha-Fans pfeifen jetzt natürlich, aber so ist es dem nun mal. So, Frank Lampard, der hat natürlich eine Schusskraft, die er nicht mehr hat. Ronaldo, wir probieren es einfach mal. Wer weiß, was draus wird. Aber der war zu schwach, zu niedrig und somit natürlich kein Risiko für das Tor von Gersbeck. Ich weiß gar nicht, was der Vornamen. So, oh, das ist gefährlich, aber gut gemacht natürlich wieder von der Abwehr von Manchester City, die heute ein fast wunderbares Spiel abliefert, abgesehen von dem Fehler. Oh, Gersbeck, viel zu weit draußen. Jetzt Jovetic kann nicht schießen, er schießt zu spät und somit kann Gersbeck in sein Tor kommen und die Abwehr von der Hertha Manchester auch wieder den Ball abnehmen. Aber jetzt wieder Jesus Navas, er sieht super, Jovetic. Ah, da geht er zu spät zur Seite. Da wollte ich nämlich jetzt zur Seite gehen. Und dann, ja, da wollte ich halt eben schön machen. So, Ronaldo. Aber Langkamp klärt. Der eindeutig beste Spieler bei der Hertha heute. Ach nee, es war sogar Bastians.
Der hat sogar mal seine erste gute Aktion gemacht. Jetzt Ronaldo in die Mitte. Jovetic kommt nicht ran. Dafür Klischee. Oh, wunderbar gemacht. Aber ich glaube, der wurde weggeköpft und gar nicht mal gehalten. Jetzt Touré. Nasri. Kommt gerade eine Ansage. Bitte beachten Sie, dass Rassismus in keinster Weise geduldet wird. Okay. No Racism und so, ne? Volle Unterstützung von mir. So, Jesus Navas. Oh, da wollte ich gerade reingrätschen. Glück. Ehrlicherweise ist das nicht passiert. Oh, das ist dafür passiert. Und das gibt auf jeden Fall die gelbe Karte. Sabaleta will schon abhauen. Aber da hat er keine Chance. Und das gibt natürlich die gelbe Karte. Vom ersten Offiziellen. Ja, das ist auch recht. Aber jetzt kommt nochmal ein Wechsel bei der Hertha, wenn ich das richtig gesehen habe. John Anthony Brooks rein für Bastians. Da bin ich mir aber nicht sicher. Hegler kommt auf jeden Fall für Cigerzi. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. Wolfsburg-Fans, ihr wisst das. Und zeige ich jetzt nicht. Auf jeden Fall Ronaldo. Jovetic. Oh. Knapp an die Latte. Aber ein super Versuch hier von Manchester City. So, Gersbeck natürlich sucht jetzt Anspielstation. Die Hertha-Fans hoffen natürlich noch, dass ihre Mannschaft hier vielleicht in den 15 Minuten noch zwei Tore schießen kann, um vielleicht dann doch noch ein Unentschieden rauszuschlagen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Und ich denke mal, ihr wollt, dass ich langsamer rede. Oder jetzt Jesus Navas, schlechter Pass von Gersbeck. Ich versuche etwas langsamer zu reden, aber Fußball ist eben so ein schneller Sport. Ich komme jetzt in dem Tempo noch nicht mal mit, wirklich alles zu erzählen. Okay, also ich gebe ja zu, Fußball ist nicht der schnellste Sport. Aber jetzt hier zum Beispiel FIFA ist jetzt auch nicht langsam. So hart. Was hier gut von der Mannschaft aus Manchester ist, sie geben nicht nach, sie machen kein Zeitspiel. Sie wollen immer so schnell wie möglich, so viele Tore wie möglich machen. Und das ist lobenswert hier. Normalerweise wird sich jedes andere Team hier einfach zurücksetzen, auf dem Vorsprung ausruhen und denken, keine Ahnung, irgendwas Hochnäsiges. Hochnäsige Zicke, ey. Das geht gar nicht. Jetzt komm hier nicht mit deinem Hochdeutsch an, ey, du. Ah, fuck, jetzt hab ich's verkackt. Und Hosogai. Aber super abgefälscht von Jesus Navas, wenn ich das richtig sehe. Gersbeck wieder, kann sich das gar nicht ansehen. So, auf jeden Fall eine richtig schöne Challenge hier. Schöne Ball abgefälscht. So muss das sein, denn das wäre eine sehr gefährliche Chance gewesen. Wer war das denn eigentlich? Das will ich mir mal kurz angucken. Wer hat denn da super den Ball abgefälscht? So, also, hier haben wir Lampard. Ja, guckt euch das an, das wäre eine super Chance gewesen. Der wäre, wohin wäre der gegangen? Zwar genau auf Hart, aber Sicherheit, Vorsicht gibt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, so. Heitinger kam für Langkamp noch rein. Ja, ich würde jetzt an der Herzerstelle nicht mehr wirklich wechseln, denn das ist nochmal eine Gefahr. Kalou wird da nicht gefault aus Sicht des Schiedsrichters, aber das war hart an der Grenze. So, Mangala, ein guter Neuzugang auch. So, perfekt gemacht. Touré. So, Ronaldo. Wunderschöner Doppelpass. Jetzt kann der natürlich nochmal hier schön zeigen, was er drauf hat. Und der hat was drauf, das wissen wir alle. Aber so zeigt das nicht. Und Nasri will natürlich jetzt schnell den Ball haben. Er will noch ein, sie wollen noch ein Tor schießen. Das merkt man ihnen auch an. Viel Elan im Spiel der City-Spieler. Navas, Touré, nochmal Ecke. Oder nein, wird nochmal abgefälscht davor, aber Nasri. Oh, Gersbeck nochmal. Muss dann nochmal eingreifen durch diesen unglücklichen Abpraller an Jovetic. Und somit dürfte das Spiel auch zu Ende sein und der Abpfiff dürfte jeden Moment erfolgen. Noch nicht. Abseits. Da sind natürlich die Hertha-Fans nicht mit einverstanden, aber Kompany jetzt noch einmal nach vorne. Sie versuchen es nochmal. Ronaldo. Ronaldo. Oh, da wird er aus Sicht der Manchester City-Fans natürlich gefoult, aber es gibt nichts. Und somit bleibt es beim 3:1 für Manchester City. Und Ronaldo meckert natürlich nochmal, das kann man verstehen. Aber so ist das natürlich. Ich weiß ja auch nicht, ob der Gegner sich so richtig drüber freuen kann. Ja, ich glaube schon, das ist natürlich nicht ganz so schön durch ein Eigentor, aber sie haben das erzwungen. Hier nochmal schön die Zusammenfassung. Und da haben wir ihn schon, Fabian Lustenberger.
Und schon, das habe ich gerade gesagt, weil ich dachte, es wäre ein anderer. Schon wieder 30 Minuten. Hier natürlich der Anschluss und dann gleich von Jesus Navas. Der Schuss minimal am Tor vorbei. Das war echt knapp. Dann der Elfmeter natürlich, sieht dann gleich nicht die Entstehung. Und dann Ronaldo ganz locker lässlich in die rechte Mitte. Ja, es gibt eine rechte Mitte. Die Mitte der rechten Ecke, wisst ihr? Oh. Dann hier nochmal Ronaldo und das super gehalten von Gersbeck. Aber dahinter ist Lustenberger, der stolpert über Gersbeck und dann kommt aber blöderweise, war das nicht das 2:0? Hier nochmal Baum Johann, ganz knapper Schuss. Und hier wird Kalou gezogen, aber der Schiri pfeift nicht. War aber auch nicht schlimm. Dann nochmal super gehalten von Gersbeck, dieser Schuss hier. Schön mit dem linken Arm nach vorne. Hier sehen wir wieder ein Trikot ziehen, das ja 4:15 schön zeigt, da es ganz neu ist. Ich habe einmal gesehen, da wurde auch der Arm dann so gestretched, das war ein bisschen eklig. Aber, naja, hier schöner Kopfball von Joe Hart. Oh, der hat eine harte Birne. Oder harten 1, das macht er. Man kann so viele Hardware zu machen. Hart, aber fair. So, denn hier natürlich das Tor, das eindeutig ein Fehler von Joe Hart war, der einfach das falsch eingeschätzt hat und hinter den Spieler ging, anstatt davor. Und somit, ja. Aber hier nochmal Jovetic und wunderschön von Ronaldo. Perfekter Kopfball. So muss das sein. So, er grapscht ein bisschen Titten. Sieht das aber echt aus, das will ich zugeben, so. Jesus Navas zieht er sehr am Behrens. Aber alles fair, sagt der Schiedsrichter. Und hier nochmal als klare Foul, ja. Foul, so, das Rest ist jetzt eh nicht mehr interessant. Das zeige ich jetzt nicht. Weil ich sehen, was guckt, wie spielen. So, Ronaldo 9:5. So, der Rest ist eigentlich nicht so interessant. Und Hertha BSC Bastians 5:1. Ein Elfmeter, ein Gegentor und ein Eigentor und ein Kopfball nicht verhindert. Also ich hätte ihm 1 vielleicht geben oder 1,3. Ja, 1,3 oder 2,9 wäre gut gewesen. So, Babau 3:1, Hull City Genoa 1:1, Southampton. Und das Spiel mit Wolfsburg gegen 2:2 oder sowas. So, Büro, der Assist, der Chefphysio hat Edin Dzeko für 5 Tage da eine Schulterbrennung hat. Das ist kein Problem. Er wird zwar im Spiel gegen Toulouse fehlen, aber naja. Es gibt Schlimmeres, ne? So, wir hoffen natürlich hier auf Transferangebote, die wir nicht bekommen. Liverpool hat Champions Cup Ambition, 8. Vorschau Manchester gegen Toulouse, nicht Abstieg, Erfolg für Leicester. Oh, die 20 werden Chelsea existiert, Ausleihe von Baker, Hull City vor solider Saison. Und niemand will unsere Spieler kaufen. Das heißt, wir müssen noch mehr draufsetzen. Wir setzen einfach mal jeden mit Wert mal drauf. Ach genau, die sind alle ausgeliehen. Jeden mit auch nur halbwegs viel Wert. Formdürftig, der ist nicht viel Wert. Also der sozusagen genug Wert hat. Ich meine, wir müssen sie ja immer noch nicht verkaufen, nicht wahr? Touré. Kauflauf, ich weiß gar nicht, ob der spielt. Jetzt setzen wir ihn auf die Transferliste. Wir setzen hier den halben Club auf die Transferliste. Nastasic, also wir dürften auf jeden Fall Dings kommen. Ja, das Sabaleta will ich nicht wirklich verkaufen, weil er spielt gut. Fernandinho auf die Transferliste. Mangala. Können wir nichts mitmachen. Fernando. Können wir auch nichts mitmachen. Sanja. Können wir auch nichts mitmachen. Ach, die kann man Arsenal, ja. Clichy auf Transfer setzen. Caballero, Navas. Ganz ehrlich, der Vorstand wird so einen Schock kriegen von dem, was wir hier tun. Wie gut ich das an unserer Transferliste. Jeden bedeutenden Spieler einfach mal draufgesetzt. Wie lang ist noch die Dings? Transferphase. Diesen Monat noch. Okay, auf jeden Fall, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, die ist eine Stunde lang und da könnt ihr einfach auch mal reingucken. Und ihr könnt bei BeamNG rein oder bei GTA 4 Mods oder bei GTA 4 LCPDFA oder bei was weiß ich, GTA 4 LCPDFA kommt aber erst nächste Woche oder bei Grid House auch reingucken. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.